So kann man das Spiel natürlich dann auch noch in die Länge ziehen. Oder das Ilp. Oh. Oh je, der rennt. Den treffe ich nicht. Doch jetzt. Genau, perfekt. Räumen die nächste Straßensperre aus dem Weg. Ja, jetzt haben wir auch nicht keinen Platten. Das heißt, wir kommen sowieso schneller von A nach B. Beziehungsweise von Straßensperre nach Straßensperre. Und bam. Und bam. Und bam. Zack. Nee, HA trifft noch nicht. Trifft. Treffer. So. Ach, die Muni können wir aufnehmen bei der Gelegenheit. Ja, natürlich, alles verschwindet wieder, sobald ich drüber laufen will, ey. Scheißdreck. Ja, das ist wieder toll. Das ist ja toll. Ganz super. So, stopp, halt, stopp. Passt schon. Und Nummer 1, Nummer 2. Ich glaube, hier stehen noch mal welche. Gucken wir mal, wie man in die Hand schießt. Mal gucken jetzt. Der stirbt tatsächlich nicht, wenn man ihm in die Hand schießt. Wie schwul! So, perfekt. Sorge dafür, dass der Transporter sein Ziel sicher erreicht. Ich hoffe mal, dass jetzt nicht schon wieder die Kacke explodiert. Alter, wo ist denn der Transporter? Boah, ja, der müsste eigentlich bald kommen. Aber ich fahre lieber mal zurück und begleite Dane. Und sorge dafür, dass er halt sein Ziel sicher erreicht. Das ist ja auch meine Aufgabe. Was steht denn da drauf überhaupt? Dick Goblins World of Cock. Also COQ halt. COQ oder so. Komm, machen wir Zweiradbonus. Und reicht schon. Okay, los. Los! Oh, geschafft, geil. Okay, we made it. But the cops gonna be all over the spot real soon. Get the van out of sight. I'm gonna get out of here. Ja, genau. What the fuck? Drei Fahndungssterne. Wo kommen die denn her? Alter. Krass. Oh, fuck. Okay, fahren wir Pain Spray. Es hilft doch alles nichts. Also jetzt mal hier mal wieder Wusi. Noch eine Wusi-Mission machen wir. Weil ich weiß, dass man für dass die nächste Mission für die für das C da unten an unserer Werkstatt, also die Crash Bullen, dass die etwas länger dauert. So 10-15 Minuten circa.
Und darauf habe ich gerade keine Lust. Die mache ich bei der nächsten Session, glaube ich. Oh, ja. Okay. Erstmal runter von der Straße. Perfekt. Amphibious Assaults. Oh, die kann ich noch nicht machen. Kacke. What? Hey man, quit trying to distract me. How are you in the water? What you mean? Can I swim? Yeah. Can you swim well? No, I can't. Shit! Man, damn! Boah, stimmt, zum Glück können wir die nicht machen. Die dauert, glaube ich, noch länger. Oh, ja, genau, stimmt. Das ist eine ewige Mission. Also die dauert, die zieht sich echt in die Länge. Ah, oh, sehr gut. Die machen wir nächstes Mal am Anfang. Oh, oh, fuck, fuck, fuck. Boah, phew. Dann mache ich jetzt doch die Crash-Bullen-Mission. Die dauert zwar auch so 10 Minuten oder so, aber kack da mal drauf. Das kann man ja machen. Das ist ja kein Problem, aber jetzt muss ich halt nach Los Santos fahren, da irgendein Reporter mit seinem Dealer da abknallen. Das ist ja kein Ding. Und das macht Spaß. Die muss dann mit dem Zug verfolgen, aber ich speichere das mal. So, perfekt. Perfekt. Snail Trail heißt es. Ah, genau. Hey, what's up, Jethro? Some cops are looking for you in the office, man. Tamping. Alright, man, I got it. Mm-hmm. Nice to see y'all kicking back. Oh. I wonder how your brother's sleeping. Curled up next to his shower daddy while you live comfortably on the outside. What y'all want this time? Well, what we want is to get on with our jobs in peace without some damn bleeding heart liberal poking his nose into affairs he won't even understand. You press on here? What the hell would you know about it, boy? Whoa, easy there, Eddie. Let's not get ahead of ourselves. Some young journalist out there is trying to get a name for himself. He doesn't know how the streets work, that he's supposed to report what he's supposed to report. Yeah, anyway, we need you to shut him up for us. And that Stooley, shut him up too. Yeah, there's some reporter who's digging up dirt on Pulaski. We don't know who's talking, but we know the reporter's meeting him today. Take care of him. Oh, this is a nice place, Carl. Dankeschön, das sagst du doch nur so. Tenpenny hat ein Präzisionsgewehr auf einer Baustelle in der Nähe versteckt. Ich hätte geschrieben, hat ein Präzisionsgewehr auf der Baustelle entdeckt. Aber egal. Absteigen, aufnehmen. Der Reporter ist in der Cranberry Station. Folge ihm zu seinem Treffpunkt mit der Zielperson. Dann schalte beide aus. So. Die Bahn kommt im Bahnhof an. Du hast nicht mehr viel Zeit, blablabla. Der Reporter, boah. Die ging ja schnell. Angehalten, 10 Sekunden. Nicht mal. 1-2 Sekunden und schon weitergefahren. Man muss jetzt halt einfach dem zu. Boah. Der läuft da ganz gechillt. Einfach mal fast den Zug rein. Der ist da cool drauf. Ja, man muss einfach der Bahn nachfahren. Ich mach's meistens so, dass ich vor der Bahn herfahre, weil die viel zu langsam ist für mich. Versuch mal zwar Wheelie. Nein, Wheelie Bonus. Ah doch, Hammer. $50 fast. $52, geil. Komm, wir schaffen noch mehr. Nein, komm, noch mehr. Mehr als $52 schaffen wir doch. Das müssen wir doch schaffen, ey. Komm jetzt mal. Nein, oh, verdammt. So, jetzt warte ich erstmal wieder ein bisschen auf den Zug. Racken, ich guck mal da vorne, wo der kommt. Da kommt er schon. Sauber. So, komm. Äh,
Ja, okay, shit. Jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Oh, kacke. Ich sehe nix. Oh, krass. Boah, boah, boah. Hui. Oh, hier ein Wheelie machen? Na, ich weiß nicht. Ja, da vorne. Na, scheiß mal was drauf. Hier können wir machen. Alter, wie ich da am Trudeln bin. Nee, nee, okay, warten wir doch lieber bis hier. Alter, warum kann ich das jetzt nicht mehr, Mann? Scheiße. Ganz vorsichtig kommen, jetzt läuft, es läuft. Nein, oh, 54, jawohl, haben wir schon mehr geschafft als vorher. Oh, kacke, ich glaube, hier muss er hin, oder? Oh, wo kommt denn der Kackzug schon wieder? Ah, da kommt er schon. Oh, oh. Ich fahr lieber mal hier hin. Nein, ich fahr lieber da hoch. Die Bahn nähert sich da. Boah, die hält aber weit weg, ey, Hammer. Die Bahn nähert sich da, bla bla. Ahnt der Reporter, dass er verfolgt wird, bläst er das Interview ab. Halte also Abstand, um ihn nicht zu verschrecken. Also gut, dann stelle ich mein Motorrad, beziehungsweise dann parke ich mein Motorrad einfach mal hier. Ganz unauffällig. Und renne dir mal nach. Fett mit meinem Präzisionsgewehr. Ich kann ihn ja jetzt schon ausschalten. Aber dann wäre die Mission fehlgeschlagen. Das wollen wir doch nicht. Das wäre blöd. Schleiche ich mich mal an. Lauert da so eine finstere Gestalt um die Ecke. Jetzt darf er Angst haben. Oh. Boah, jetzt kommt mal ein bisschen Farbe rein. Mir hier unten ist so voll trist und voll schwarz und bär, wenn du dann hier hochgehst. So voll der Farbenflash. Oh. Ich bin so high. Ganz unauffällig aus der Bahn. In der Hocke aus der Bahn raus. Aus der U-Bahn-Station raus, mein Gott. Der Reporter ist auf dem Gehsteig und sucht ein Taxi. Du wirst ein Fahrzeug brauchen, um ihm zu folgen. Cool. Ich habe bestimmt noch Zeit, um da hochzurennen und das Gewehr zu holen. Der Reporter ist in ein Taxi gestiegen. Kacke. Ich habe irgendwie gewusst, dass mir die Zeit nicht reicht. Oh, oh weh, oh weh, oh shit. Komm. FCR 900. Oh, das ist ein schönes Motorrad. Oh fuck. Du bist zu nah dran. Okay, ganz vorsichtig. Boah, das Motorrad geht ab. Das klingt ja mal krass. Boah, rot. Fahrt alle mir vorbei. Ja, hallo, was fahren? Fahrloch! Oh, bloß die schießen. Wäre nicht so gut. Was? Wieso? Wieso denn das? Oh, was habe ich jetzt schon wieder verbrochen? Ne? Verdammt normal. Oh Mann. Na egal. Ah ne, wir haben ja einen Speicherplatz. Stimmt. Ja, wir haben uns ja alle Häuser hier in Los Santos gekauft. Ganz vergessen. Ja gut, da werde ich jetzt mal speichern. Und dann im nächsten Part geht's, oder in der nächsten Aufnahme geht's dann weiter, besser gesagt. Weil ich jetzt keine Lust mehr habe. Immer diese Scheiße, gerade eben. Bei den Straßensperren ist der ganz am Ende noch explodiert und verreckt. Und jetzt bei der Mission auch noch habe ich jetzt... Nee, ich habe jetzt keine Lust mehr. Aber man sieht sich dann in alter Frische, in junger Blüte oder wie das heißt, wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß bei was immer ihr jetzt macht. Wichsen zum Beispiel. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Bis dann.